heute hier den Karl und den Dennis auf diesem wunderschönen roten Sofa. Und deswegen, Dennis, die Frage an dich gleich: Inwiefern ist die Jamaika-Koalition denn auch eine Angelegenheit für den Bund? Ja, also Schleswig-Holstein ist ein klassischer Swing State. Das bedeutet, dass es relativ häufig bei uns zu Regierungswechseln kommt in Schleswig-Holstein. Meistens auch mit einer Nähe zu der Bundestagswahl, was jetzt die letzten paar Mal schon häufiger gewesen ist, dass die Koalition, die es in Schleswig-Holstein gegeben hat, auch auf Bundesebene danach noch gekommen ist. Und wenn man sich mal das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein sich genauer anschaut, da gab es halt eine Regierung, die vorherigen, die aus Grünen, SSW und SPD bestanden hat und fast alle ordentlich verloren haben. Die SPD hat deutliche Verluste hingenommen, der SSW hat jeden Dritten seiner Wähler verloren. Die Grünen sind relativ stabil geblieben und auf der anderen Seite, CDU hat dazu gewonnen, die FDP hat deutlich hinzu gewonnen. Wir haben fast ein Drittel oder ein Viertel mehr Wähler als vorher gehabt, auch prozentual. Was dazu auch führt, dass man aus diesem Ergebnis auch ableiten kann, ja, die Bürger wollten eine CDU-geführte Regierung mit starker liberalen Stimme, allerdings auch mit den Grünen, denn ansonsten wären sie ja nicht stabil geblieben, müssten ja dann die letzten Jahre noch etwas gut gemacht haben in ihrer Politik, was auch definitiv in vielen Bereichen auch so ist. Zum Beispiel Digitalisierung waren sie in der letzten Regierung auch eine treibende Kraft, was jetzt nochmal verstärkt wird, als dass wir jetzt, ich sag mal, wir als Freien Demokraten hinzugekommen sind, die Digitalisierung ja auch sehr, sehr hoch halten und das ein großes Thema dieser Koalition jetzt auch geworden ist. Ja, super, danke schön. Karl, was möchtest du dazu sagen? Ja, also für mich gibt es keine Regierung, mit der wir oder keine Koalitionsaussage, mit der wir jetzt im Bundestagswahlkampf starten sollten. Wir sollten ganz klar sagen, für uns sind die Inhalte wichtig und nicht irgendwelche Regierungspartner. Deswegen sollten wir uns nicht für Jamaika, für Ampel, für Schwarz-Gelb, Rot-Gelb oder was auch immer aussprechen, sondern wir sollten ganz klare Bedingungen machen, mit denen wir überhaupt in Koalitionsverhandlungen gehen und die wir für unabdingbar erklären, die im Wahlprogramm ja schon feststehen und die jetzt auch im Koalitionsvertrag drin sein müssen. Christian Lindner hat ja da schon ein Thema vorgeprescht mit der Ehe für alle. Damit sind jetzt letztendlich alle Parteien außer der CDU im Bundestag für die Bundestagswahl antreten, für die Ehe für alle, sodass die CDU da gar nicht mehr drum herum kommt. Das wäre eine Bedingung, mit der man überhaupt in Koalitionsverhandlungen geht. Dann natürlich, dass wir ein klares Bekenntnis zur Digitalisierung, für eine starke Wirtschaft, dass wir das Kooperationsverbot noch weiter aufweichen. Da gibt es ja jetzt schon den ersten Vorstoß auf Bundesebene, dass wir da in vielen Bereichen inhaltlich vorgehen sollten und nicht nur auf eine Koalitionsaussage hingehen. Denn wir haben natürlich mit allen Parteien unsere Probleme, aber ganz besonders mit der CDU zurzeit im Innen- und Rechtsbereich. In den letzten Wochen wurden ja schon viele Gesetze beschlossen, die Bürgerrechte wirklich massiv angreifen, sei es jetzt die Ausweitung der Personalausweisdatenbank, sei es der Staatstrojaner, die Online-Durchsuchung, deutliche Ausweitung der Kompetenzen auf Bundesebene für die Sicherheitsbehörden, wo doch Bürgerrechte stark eingeschränkt werden. Die Grünen, die jetzt in ihrem Wahlprogramm auch viele Punkte haben, wo ich mich als Liberaler nicht wiedersehe, jetzt auch Vorschläge wieder, wie statt dass man den Onlinehandel oder den Einzelhandel fit macht, dass die auch im Onlinehandel mithalten, dass sie sagen, der Onlinehandel soll am Sonntag geschlossen werden, wo ich mir sage, das ist klassische Verbotspartei wieder. Da sehe ich eigentlich nicht so die Möglichkeit, dass man als Liberaler in diese Koalition reingeht. Natürlich muss man in Sondierungsgesprächen gucken, wie passt es dann, kriegt man da liberale Inhalte durchgesetzt, aber das muss die Kernvoraussetzung sein, dass wir wegen Inhalten in der Koalition gehen und nicht, weil uns die Farben passen. Das ist auch sehr, sehr glaubhaft jetzt gerade, wenn man sich die anderen Bundesländer auch anguckt, dass, ich sag mal, dieses klassische Lagerdenken, was es früher noch gegeben hat, es gibt auf einem Block diesen bürgerlichen schwarz-gelben Block, auf der anderen Seite rot-grün oder rot-rot-grün. Das ist nicht mehr Politik in der Republik heutzutage. Also bei den Freien Demokraten kann man jetzt sehen, wir haben eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz, wir werden eine schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen haben und wir werden eine Jamaika-Koalition jetzt in Schleswig-Holstein machen. Und zwar immer streng danach ausgelegt, wo haben wir die größten Schnittmengen mit unserem Wahlprogramm, was wir vorher erstellt haben, wo kriegen wir am meisten liberale Politik durch, denn auch in den anderen Bundesländern werden ja auch andere Mehrheiten theoretisch ja auch möglich gewesen. Ja, super, dann vielen Dank euch beiden. Das war's hier vom Roten Sofa und bis bald.